Ja, hallo Freunde der königlichen Akkukapazität. Heute zum zweiten Teil des Videos von iPowerQueen, der Akku, 24 Volt Akku, den ich bekommen habe, 100 Amperestunden. Den würde ich heute gerne nutzen, da habe ich auch einen schönen Aufbau zu gemacht, natürlich mit Kapazitätsmessgerät. Den Strom verschwende ich nicht einfach, wie andere YouTuber das machen, irre in ihrem Kapazitätsmesser verbrennen. Das ist für mich zu blöde. Ich nutze den Strom und säge damit mein Holz für den Winter, damit ich dann nicht so viel Gas verbrauche und euch noch was übrig lasse, denn wir haben ja diesen Winter nicht genug für alle. Und dann natürlich nutze ich dazu den Solarstrom. Der Akku kam also hier an, war nicht voll geladen. Ist wahrscheinlich so, die müssen ja irgendwie gelagert werden und dann werden die nicht komplett geladen. Also musste ich ihn über zwei Tage, Donnerstag und Freitag noch aufladen. Heute ist also Samstag. Heute kann ich ihn also benutzen für den Kapazitätstest. Ja, und ich freue mich schon und bin gespannt auf das Ergebnis, was am Ende rauskommen wird und ob ich das überhaupt brauche, um hier mein Holz klein zu machen. Wenn nicht, mache ich noch ein bisschen Nachteinspeisung. Wir werden uns den Akku jetzt also genauer anschauen und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Vorher jedoch muss ich hier noch ein bisschen das Unkraut wegholzen, damit ich überhaupt an mein Holz komme und das später dann halt mit diesem Aufbau hier, den ich euch hier mal zeige, damit ihr auch seht, der wird nicht nachgeladen durch die Solaranlage. Das ist also wirklich unabhängig hier. Wechselrichter, Messgerät und Akku, das war's. Und damit werde ich jetzt das Holz sägen. Viel Spaß dabei! So, kommen wir kurz zum Aufbau. Also das ist natürlich der Akku, der ist verbunden mit dem Wechselrichter. Der wechselt den Gleichstrom aus dem Akku in 230 Volt. Hier geht eine weiße Leitung, die geht zur Kettensäge. Und dieses ganze Kroko-Klemmkram, das ist jetzt für dieses Messgerät. Hier mit diesem Messgerät stelle ich fest, ja, wie viel Spannung ist gerade drauf, wie viel Ampere gehen gerade durch die Leitung und am Ende wird auch hier noch angezeigt, wie viel Kapazität im Akku komplett drin ist. Genau, und jetzt würde ich einfach mal den Akku starten, beziehungsweise den Wechselrichter starten und dann sehen wir auch hier, da passiert was, 0,3 Ampere. Also das Messgerät ist wirklich sehr genau. In der Videobeschreibung findet ihr auch nochmal einen Link zu dem ganz neuen Messgerät. Das ist sogar per Bluetooth mit eurem Smartphone verbindbar. Genau, dann schauen wir jetzt mal, wie es weitergeht. Und zwar hier die weiße Leitung vom Wechselrichter. Ist halt vorne so eine Steckdose. Ganz normal, wie aus der Wand sonst. Und das geht rüber zu dem Bereich, wo ich arbeiten möchte, und zwar hier. Da seht ihr schon die Motorsäge und das Holz, das habe ich schon mal vorbereitet. Ja, und dann würde ich sagen, kann es auch losgehen. Wir sehen, 0,11 Wattstunden ist jetzt schon am Eigenverbrauch für den Wechselrichter weggegangen. Also zack, zack muss das gehen, sonst ist die Batterie leer, bevor ich hier überhaupt ein Holz gesägt habe. So, ich habe jetzt gar nicht so viel Holz, wie eigentlich in diesem Akku an Strom vorhanden ist, um das weitere Holz zu sägen. Was mache ich jetzt? Jetzt habe ich mir die Delta mal vorgeholt. Die zieht ja auch, glaube ich, 700 Watt oder belädt mit 700 Watt. Das heißt, die wird deutlich mehr als 700 Watt ziehen. Ja, und wir schauen mal, was da jetzt gezogen wird. Ich mache mal an. Und dann geht natürlich auch die Kettensäge. Ich traue mich jetzt nicht, beides gleichzeitig zu machen, denn eigentlich sollte dann ja der Überstromschutz bei über 100 Ampere wahrscheinlich auslösen. Leider geht das Messgerät auch nur bis 100 Ampere. Insofern, ich möchte mir das Messgerät nicht kaputt machen, denn schließlich kann ich euch dann nicht zeigen, wie viel Wattstunden in dem Akku sind.
2530. Jetzt wird es echt knapp. 23,4 wird hier angezeigt. So, 2557. Und die Spannung bei 21 Volt. 21,7 laut Wechselrichter, 22,3 laut dem Messgerät. Also bei 21 Volt würde das BMS abschalten. Aber wir sind jetzt bei 2558 und haben noch ein gutes halbes Volt übrig, bevor es abschalten würde. Also wahrscheinlich werden wir es schaffen. Sieht sehr gut aus, 2559. Die letzte Wattstunde ist im Komma-Bereich. 0,5 nur noch. So, das ist das Ergebnis. Top. 2560,09. Ich mach gleich mal ein Foto. Ja, 2,56 Kilowattstunden in diesen 22 Kilo Akku drin. Hat man also gesehen. Eigentlich könnte damit das Video schon zu Ende sein, denn es wurde ja alles gesagt. Aber ich hätte nicht noch ein paar Sachen vorbereitet, wenn das Video jetzt schon zu Ende wäre. Insofern, ich habe den Akku danach 2 Tage beladen müssen, nach diesem Kapazitätstest. Laut Victron Lademanagement hat der Akku 2,9 gierige Kilowattstunden gesaugt. Hat wie gesagt 2 Tage gedauert. Dann war er im Float- und Absorptionsmodus und so weiter. Und dann habe ich ihn natürlich weiter benutzt. Ne? Also logisch, der war ja wieder voll, konnte ich eine Powerstation beladen etc. Habe ihn also auch gleich hier in der Anlage verbaut gelassen. Jetzt werde ich ihn wieder ausbauen, weil ich habe hier halt noch ein paar coole Sachen liegen. Und da möchte ich gerne schauen, der Händler gibt an 100 Ampere Dauerstrom. Das haben wir auch schon gesehen, das funktioniert ganz gut. Sogar ein bisschen über 100 Ampere laut Messgerät, dann steigt das Messgerät immer aus. Also das hat funktioniert, jetzt möchte ich es aber nochmal unter extremer Belastung über 100 Ampere Dauerstrom. Ja, was passiert? Schaltet das BMS ab? Sicherheitsabschaltung gibt es auf jeden Fall, aber ja, die möchte ich mal erreichen oder auch nicht. Mal gucken. Und dann würde ich am Ende gerne nochmal, habe ich extra nachgefragt, was ich mir nicht vorstellen konnte. Der Händler sagt, einfach mal ein Solarmodul an den Akku anschließen, ohne Laderegler und so weiter. Bis 30 Volt soll das gehen. Ich bin gespannt, ob ich überhaupt so ein Modul habe und werde es natürlich dementsprechend ausprobieren. Ich würde es nicht machen. 1000 Euro kostet so ein Ding. Selbst der billigste MPPT-Laderegler, den würde ich schon noch dazwischen schalten. Aber ich mache es trotzdem mal. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. So, ich habe das jetzt alles mal aufgebaut. Wir sehen also rechts den Akku von Power Queen, die beiden Verbindungskabel zum Wechselrichter, den Wechselrichter selbst mit der Fernbedienung hier. Wenn ich den jetzt anmache, dann geht das auch gleich los und er belädt links oben im Bild die Powerstation. Ich habe hier ein Multimeter, ein Zangenampermeter, sage ich mal. Und jetzt können wir direkt mal checken. Es hat also auch schon angefangen zu laden. Und jetzt schauen wir mal, wie viel Ampere denn vom Akku kommen. Knapp 47 Ampere gehen jetzt durch die Leitung. Genau, und die Powerstation belädt jetzt. Und jetzt würde ich sagen, schließe ich nochmal den Heißluftföhn an. So, den habe ich jetzt mal angeschlossen und der hat 2000 Watt. Aber es sind jetzt gut 77 Ampere, also offensichtlich reichen die Verbraucher nicht. Da muss ich nochmal was holen. Jetzt 136, jawohl. Also 136 Ampere dauerhaft und er stellt nicht ab, obwohl er im Datenblatt 100 Ampere steht. So, jetzt stecke ich nochmal die Kettensäge ein. So, alles aus. Ich habe jetzt gesehen, der Akku hat 280 Ampere maximalen Endladestrom für 5 Sekunden. Also das werde ich mit dem Wechselrichter gar nicht schaffen. Der Akku wird also nicht abschalten bei diesem Versuchsaufbau, weil ja mein Wechselrichter schaltet schon bei 200 und irgendwas ab. Insofern werde ich den Akku wohl gar nicht zum, oder beziehungsweise das BMS werde ich gar nicht zum Auslösen bekommen, weil mir einfach die technische Voraussetzung fehlt. Ich könnte ihn kurzschließen, aber nein, das möchte ich nicht. Steht auch in der Bedienungsanleitung, soll man nicht. Außerdem steht da drin 22 Kilo, das habe ich noch zu erwähnen auf jeden Fall. 280 Ampere Entladestrom für 5 Sekunden, dann erst stellt er ab.
maximalen Dauerentladestrom ist bei 100 Ampere. Habe ich aber jetzt gesehen, würde durchaus auch mit 130, 140 funktionieren. Also schaltet nicht ab oder so. Aber soll man natürlich nicht machen, ist nicht empfohlen. Geht dann auf die Zyklenzahl. Maximaler Dauerladestrom ist bei 100 Ampere, was allerdings eine ganz schöne Knebelei ist. Ich würde den empfohlenen Ladestrom des Händlers ruhig nehmen. 20 Ampere ist der angegeben und das, denke ich, sollte auch eigentlich jede Solaranlage, so ein Balkonkraftwerk schafft das auf jeden Fall. Ne, also mehr braucht man gar nicht und ja, dann dementsprechend schonende Beladung schont natürlich dann auch die Zyklenzahl. Klar, nicht zerlegen, wer das jetzt noch sehen möchte, auf wie der Akku von innen aussieht, dann kann ich nur den Kanal von Will Pros empfehlen. Den verlinke ich natürlich in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch alle Artikel und Affiliate-Links zu den Artikeln, die ihr hier seht. So, dann würde ich sagen, holen wir mal das Solarmodul ran und stecken das mal direkt an den Akku. So, kann man das sehen? 26,8. Ich habe mich jetzt nicht getraut, den Wechselrichter dabei anzulassen. Den können wir aber gleich anmachen. Auf dem Solarmodul selber sind 36 Volt Spannung. Die Spannung der Batterie rangeht, also 36 auf 26. Ich bin gespannt, was passiert. Ich schätze mal, es schaltet einfach ab. Hier ist also die Plusleitung vom Solarmodul. Die werde ich jetzt einfach mal auf dem Pluspol tun. Mal gucken, ob es funkt oder ob es einfach nur ausgeht. Oder was konkret passiert. Ja, tatsächlich, es steigt an. Spannung auf 26,34 nur. Das war's auch schon. Also weder Abschaltung noch sonst irgendwas. Und jetzt messen wir mal, wie viel Strom denn fließt vom Solarmodul. Das ist hier die Minusleitung, auch wenn hier mit Rot gekennzeichnet ist. Das ist jetzt aufgrund der Verlängerungen. Also wir sind bei 0,01 und wir kriegen 4 Ampere immerhin. 4 Ampere bei 26,35 Volt. So, 26,23 stehen wieder auf dem Tacho. Und wir machen den Wechselrichter jetzt mal an. Dann belädt auch die Powerstation. Natürlich fällt dann die Spannung, weil ja Strom entnommen wird. Es müsste auch jeden Moment vor losgehen. So, genau, die Spannung geht runter auf 26,26. Natürlich müssten wir jetzt deutlich mehr als 4 Ampere sehen. Erstens, weil der Akku halt auch entladen wird. Und natürlich, weil die Sonne jetzt, weil das Modul jetzt besser ausgerichtet wurde. Und wow, wir sehen, kann man das sehen? Ah, das ist ein bisschen wubbelig hier. Ja, sollte gleich wieder so viel werden. Denn die Sonne kommt gerade richtig gut raus. Ich schwitze auch wie so ein Verrückter hier gerade. Das Video ist echt anstrengend gewesen. Also ihr seht, die Spannung fällt jetzt natürlich, aber der Ladestrom definitiv bei 7 Ampere jetzt. Also es funktioniert ohne Lademanagement, ohne Laderegler. Tatsächlich habe ich auch das erste Mal ausprobiert jetzt. Hätte der Händler mir nicht bestätigt, ja, das funktioniert, wäre ich niemals auf so eine Idee gekommen. Obwohl man natürlich solche Sachen auch im Internet sieht. Bei manchen YouTubern, dass das schon geht. Also im englischsprachigen Raum habe ich es gesehen, aber im deutschen habe ich es noch nicht gesehen. Und finde ich ihn auf jeden Fall interessant. Also da scheint es keine Probleme zu geben. Empfohlen wird natürlich vom Händler trotzdem ein Ladegerät, ein Lademanagementsystem oder halt ein Laderegler vom Netz, halt 24 Volt Ladegerät dann. Aber ihr seht, im Notfall kann es auch so beladen werden. Cool. Ich habe schon gesagt, das Video war wirklich sehr anstrengend. Zum Glück zieht jetzt mal eine Wolke vor. Ich kann mich also wenigstens beim Aufräumen ein bisschen abkühlen. Ich habe richtig doll geschwitzt für das Video. Aber ja, ich habe es gern gemacht. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel Neues kennengelernt. Also, dass man eine Batterie direkt mit einem Solarpanel zusammenschließen kann, wäre ich so nicht drauf gekommen. Ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Trotzdem würde ich es natürlich nicht empfehlen. Auch der Händler sagt, nicht empfehlenswert, aber es funktioniert. Habe ich ausprobiert, funktioniert tatsächlich. Coole Sache, ich werde jetzt noch ein bisschen die Powerstation beladen, dann das Holz wegpacken. Ja, und wir sehen uns schon im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt, YouTuber Lars probiert irgendeinen Krempel aus für euch. Und ich freue mich drauf, bis dahin, lasst ein Abo da und den Daumen nach oben nicht vergessen. Ciao, bis dahin, tschüss.